Ja, wir wurden, also die Feuerwehr Hörsten wurde heute am späten Nachmittag zu einem Schiffsbrand am Dortmund-Ems-Kanal alarmiert. Und wir haben vor Ort ein Schiff gefunden, wo es im Vorschiff in einem Maschinenraum brannte. Wir sind dann mit einem Trupp unter Atemschutz in das Schiff vorgegangen und haben dann festgestellt, dass auch dort ein Dieselmotor unkontrolliert lief. Weil alle Kabel verbrannt waren, konnte man den auch nicht stoppen. Und haben uns dann zum einen darum gekümmert, dass der Raum runtergekühlt wurde und haben das Dieselaggregat zum Stehen gebracht und konnten somit relativ schnell dann diesen Entstehungsbrand bekämpfen. Eine Schwierigkeit ist an dieser Stelle, dass es hier um einen etwas weitläufigen Raum im Vorschiff handelte, der nur durch eine Luke zu erreichen war. Ein Schiff besteht bekanntlichermaßen aus Metall, das heißt auch Wärme und Hitze kann nicht abgeführt werden. Und insofern, wenn ich nur einen Zugang und sozusagen auch der gleichzeitige Fluchtweg ist, habe ich hier auch ein hohes Risiko für einen Trupp, der dort vorgeht, weil er sich im Falle einer Durchzündung dann auch nicht mal eben retten kann. Das Oberdeck an dieser Stelle ist aus Metall, ebenfalls natürlich aus Metall, war sehr rutschig. Es führte eine sehr schmale Leiter in diesen Raum herunter, die auch rutschig war. Da muss man schon ein bisschen behutsam vorgehen. Nach Abschluss der Löscharbeiten haben wir den Raum nochmal kontrolliert, ob noch Atemgifte vorhanden sind, insbesondere CO2, weil wir das Schiff ja jetzt an den Eigentümer begeben wollen und der wird ein Interesse daran haben, auch vorne vielleicht nachzuschauen und diesen Raum auch wieder herzurichten, um das Schiff wieder fahrbereit zu machen. Und da müssen wir sicherstellen, dass er dann auch sich nicht in eine Gefahr begibt, wenn er in diesen Kellerraum sozusagen hinabsteigt. Weil ich hatte eben gesagt, wir haben nur die eine Luke, ansonsten gibt es eine Zwangsbelüftung, aber wenn sich dort CO2 sammelt, das würde nicht selbstständig aus dem Raum entweichen können.